Herzlich willkommen hier auf dem Dach der Deutschen Eiche, einer der schönsten Dachterrassen hier in München. Mein Name ist Dietmar Holzapfel. Ich bin einer von den beiden Besitzern. Die Deutsche Eiche ist eine Institution in der ganzen Welt bekannt. Man denkt beim Namen vielleicht zunächst mal an Hitler, aber der Name ist schon viel älter, nämlich hängt er zusammen mit der Reichsgründung 1870-71 und hat sich sehr schnell als Künstlertreff entwickelt durch die Tänzer vom nahegelegenen Gärtnerplatztheater. Und dann kamen noch weitere Künstler vom Nationaltheater dazu und immer wieder Größen wie zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder, der bekannteste Filmemacher Deutschlands. Freddie Mercury kennt man als Musiker. Donna Summer hat hier gelebt. Kürzlich war Dua Lipa hier. Also wir haben immer wieder ganz prominente Gäste hier. Leider sogar Adolf Hitler in den Jahren 21 bis 23. Da war nämlich die NSDAP-Zentrale hier ums Eck. Nach dem Krieg John Cranko, wird bestimmt für Ballettleute sehr interessant sein. Der war hier Stammgast und dann Jean-Paul Gaultier zum Beispiel oder Günter Grass und wirklich bekannte Größen. Kinski, Natascha Kinski. Müsst ihr nachschauen im Gästebuch, es gibt so viele. Also man muss davon ausgehen, dass 1993, als wir das Haus hier gekauft haben, sollte eigentlich das Ende der Deutschen Eiche sein. Die damalige Besitzerin war eine Brauerei und die haben gesehen, dass es nicht mehr läuft und wollten das entkernen und ein Bürohaus draus machen. Und dann gab es großen Aufschrei in der Szene und von überall kamen Briefe. Und dann hat die Besitzerin die Brauerei eben gesagt, weg damit, wir verkaufen das. Und dann haben wir das übernommen und dann mussten wir erst sehr, sehr viel Geld reinstecken, um aus dem Hotel ein funktionierendes Hotel zu machen. Wir haben den Saunabereich eigentlich eingeführt, weil wir das Hotel besser ausgestalten wollten und wir hatten eine Rezeption gebaut und dann haben wir gesagt, für die paar Zimmer, es waren damals 25 Zimmer, heute sind 36 Zimmer, da rentiert sich keine eigene Rezeption, aber das haben wir dann doch gemacht und zugleich dann ins Rückgebäude eine Herrensauna gebaut, damit der Rezeptionist auch den Einlass machen kann. Und dann hat sich das rentiert. Das war die Idee und das war 1995. Das war die Zeit, wo man wusste, also geht Safer Sex. Wir haben am Eingang so einen Bottich hingestellt mit Kondomen und dann hat es so eingeschlagen, dass die Leute angestanden sind bis zur Straße. Man stellt sich vor, dass eine Nachbarschaft zum schwulen Betrieb schwierig ist, aber das ist es überhaupt nicht. In München ist schon immer das Motto Leben und Leben lassen. Für mich ist eigentlich wichtig, dass es irgendwann im Leben nicht mehr darauf ankommt, wer wen liebt und dass man sich dafür überhaupt rechtfertigen muss, dass das völlig egal ist. Ja. Das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Aber ich sehe leider auch bei uns, bei unserer Szene Vorurteile. Also es gab neulich jemanden, der mich angequatscht hat, es kommen so viele Heteros hierher, ob wir da nicht irgendwie eine Selektion machen können. Aber ich sagte, entschuldige, wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen Diskriminierung, nicht mit dem Ziel, jetzt selbst zu diskriminieren. Und das ist, finde ich, wichtig. Also, dass wir ein Melting Pot sind, liegt schon auch an unserer Pressearbeit, würde ich mal sagen, und auch an der Arbeit mit der Politik, mit der Stadtführung, mit allen möglichen Leuten. Wir wollten immer gegen Diskriminierung kämpfen und wir wollten, dass das hier ein Ort wird, wo es egal ist, welche sexuelle Orientierung man hat. Und ich denke mir, wenn einer mit sich selber im Klaren ist, dann kann ihm das doch scheißegal sein, wer nebenan mit wem schläft. Ja? Es sind immer nur die, die mit sich selber nicht im Reinen sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal persönlich hier in München.